Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. In dieser Woche haben sich Taiwans Athleten auf den Weg nach Japan gemacht, um in Tokio an den Olympischen Sommerspielen teilzunehmen. Dort haben die Spiele am Freitag mit einem Jahr Verspätung offiziell begonnen, auch wenn es schon am Mittwoch erste Wettkämpfe gab. Und vergangenes Jahr war das große Ereignis ja wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Und auch jetzt gibt es eigentlich noch viele Bedenken und auch viele Vorsichtsmaßnahmen. Zum Beispiel sollen die Wettkämpfe aus Sicherheitsgründen weitgehend ohne Publikum stattfinden. Und auch sonst steht das Ereignis unter dem Schatten der Pandemie. Zum Beispiel ging aus Umfragen hervor, dass eigentlich eine Mehrheit der Japaner gegen die Ausrichtung der Spiele war, weil das Land auch selbst immer noch mit der Pandemiebekämpfung beschäftigt ist. Und auch zum Beispiel es nur relativ geringe Impfraten in Japan gibt. Und jetzt kommen dann eben noch diese 20.000 Teilnehmer aus dem Ausland nach Japan, was natürlich auch zu einer zusätzlichen Belastungsprobe wird. Auch hat es wohl schon Infektionen unter Athleten in dem olympischen Dorf gegeben. Und trotz all dem, die Sportfans freuen sich natürlich immer auf die Sommerspiele und können ihre Athleten zumindest dann über die Fernseher anfeuern. Und so ist das natürlich dann auch in Taiwan, wo man auch in einige Sportler größere Medaillenhoffnungen setzt. Und wie gesagt, das Team ist dann am vergangenen Montagnachmittag abgereist nach Tokio. Und mit an Bord dieser Chartermaschine waren insgesamt 68 Athleten, die in den kommenden Wochen in 18 Sportarten antreten und dann vielleicht eben auch den ein oder anderen Erfolg für Taiwan verbuchen können. Ja, tatsächlich. Also Taiwans Regierung und die Bevölkerung legen dieses Mal sehr viel Wert auf die Athleten und hoffen natürlich, dass sie viele Medaillen für Taiwan gewinnen können. Gerade weil man so viel Wert darauf legt, auch die Medien hier haben Lust, die Spiele zu übertragen und live übertragen. Und dieses Mal kann man auf 13 Plattformen oder in 13 Kanälen die Wettkämpfe beobachten. Und die Sportereignisse werden von Zhonghua Telekom, Alta TV, Taiwan Public Television Service, ABC, Fernseher und anderen zusammen übertragen. Das heißt, früher konnte man eigentlich nur auf einen bestimmten Fernsehsender und dann noch bei einigen kleinen Sportfernsehen oder sogar Radios die Spiele übertragen hören. Aber dieses Mal hat man mehr Möglichkeiten, die Spiele zu beobachten. Und natürlich wie immer vor den Wettkämpfen, da hat man viele Spekulationen oder man hat dann immer darüber geredet, wer, welche Kategorien taiwanische Athleten gewinnen können. Also man hat immer geschätzt, welche Hoffnungsträger, wann ungefähr und so. Aber Taiwan ist im Sport eigentlich nicht bei allen Kategorien gut vertreten, denkt man oft dann an einige bestimmten Kategorien und dieses wird man, wie gesagt, in 18 Kategorien vertreten, unter anderem Gewichtheben, Badminton, Taekwondo, Judo, Boxen, Schießen, Bogenschießen, Gerätturnen, Tennis und Tischtennis. Also ich würde sagen, die taiwanischen Athleten haben in diesen Kategorien eine Medaillenchance. Allerdings in der Leichtathletik hat man eigentlich weniger Chance oder auch beim Schwimmen, Reitsport, Rudern, Golf, Kanu, Sport. Hoffen wir, dass die taiwanischen Sportler dort gut abschneiden, aber man weiß es eben noch nicht, ob die tatsächlich welche Medaillen holen können. Medien hat geschätzt, dass man bei diesen Spielen in Tokio insgesamt 2 Gold, 5 Silber, 4 Bronze gewinnen könne und dann insgesamt könnte taiwanisches Team 40 bis 50 Medaillen gewinnen. Vor 5 Jahren, 2016, bei den Sommerspielen, da hat Taiwans Team nur 1 Gold und 2 Bronze gewonnen und legte an den 50. Platz der Rangliste. Dieses Mal hat man geschätzt, dass Taiwan besser abschneiden kann. Ja, man spricht sogar von einer goldenen Generation der Athleten, weil man eigentlich auf so viele unterschiedliche Athleten Hoffnungen setzt. Ob das dann im Einzelfall tatsächlich zu Medaillen führt, das müssen wir natürlich abwarten. Aber trotzdem, man hat eine große Unterstützung schon gespürt für die Athleten.
im Vorfeld auch und zum Beispiel auch bei der Abreise dann am Montag, dann waren auch einige Politiker anwesend, unter anderem der Premierminister und auch die Digitalministerin Audrey Tang, die ja eigentlich ursprünglich als Vertreterin der Regierung mitreisen sollte, also mit dieser Delegation dann nach Japan, nach Tokio reisen sollte. Allerdings gab es dann bestimmte Beschränkungen, infektionsschutzbedingt in Japan, sodass sie dann doch nicht mitreisen konnte, also zumindest nicht als Ministerin für Digitales. Das war dann wohl vor allem auf Minister beschränkt, die eher was mit Sport oder mit Bildung zum Beispiel zu tun haben, wobei der Bildungsminister auch aus anderen Gründen verhindert war, wie es hieß, weil es demnächst hier in Taiwan eine große Prüfungszeit beginnt. Aber auf jeden Fall, die einfache Bevölkerung hat schon sehr viel Lust, natürlich auch die taiwanischen Athleten anzufeuern. Also einige Namen, die dann immer wieder genannt werden. Das ist zum Beispiel die Dai Zeying, die Badmintonspielerin, die Weltrangliste im Badminton angeführt hat oder auch schon seit längerer Zeit wieder anführt. Und dann ihr männlicher Kollege, der Zhou Tiancheng, der auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat in der Vergangenheit mit seinem guten Abschneiden bei Badminton-Turnieren. Und vor allem erwähnen muss man dann auch die Gewichtheberin Guo Xingchun, die auch dieses Team jetzt anführt, also die dann auch bei der Eröffnungszeremonie die Flagge getragen hat von Taiwan, beziehungsweise von Chinese Taipei. Das ist ja die Bezeichnung, unter der die Athleten aus Taiwan offiziell bei diesen Olympischen Spielen antreten. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Taiwan ja früher unter dem Namen Republik China angetreten ist, aber dann eben im politischen Wirrwarr um die Anerkennung der Volksrepublik und um den Ausstoß der Republik China Taiwan aus den Vereinten Nationen zum Beispiel, da hatte sich das dann auch ausgewirkt auf die Namensgebung, mit der die Athleten aus Taiwan eben seit den 80er Jahren in dieser bei den Olympischen Spielen antreten können. Und da hatte man sich dann auf diesen Namen natürlich auch auf Druck hin von China, von Chinese Taipei geeinigt. Und da gab es auch immer einige Diskussionen darüber, ob das eben noch ein angebrachter Name ist. Also zum Beispiel im Jahr 2018, da gab es hier in Taiwan mehrere Referenden. Und in einem dieser Referenden ging es dann auch um die Frage, ob Taiwan in Zukunft bei allen internationalen Sportveranstaltungen unter dem Namen Taiwan antreten soll. Und da wurden dann auch speziell die Olympischen Sommerspiele von Tokio genannt, die eben eigentlich ja damals 2020 noch stattfinden sollten. Und damals hatten sich aber bei diesem Referendum dann eine Mehrheit der Taiwaner dagegen ausgesprochen. Also obwohl man eigentlich davon ausgehen kann, dass wohl die meisten Taiwaner natürlich das gerne sehen würden, wenn die Athleten wirklich unter dem Namen Taiwan antreten könnten, waren sie dann in dieser Frage doch eher pragmatisch, weil auch im Vorfeld es dann geheißen hatte von offizieller Seite, dass zu befürchten sei, wenn das Referendum wirklich durchkommt, dass dann die Athleten aus Taiwan überhaupt keine Gelegenheit hätten, weil auch zum Beispiel das Olympische Komitee hatte sich dann eingeschaltet und gesagt, dass dann eben möglicherweise ein Ausschluss drohen würde für diese Athleten. Und da haben dann wohl nicht nur einige Athleten, sondern auch viele Taiwaner gedacht, dass man den Athleten also diese Möglichkeit noch offen halten sollte und eben nicht dann weiter dieses ganze Sportereignis zu deren Ungunsten politisieren sollte. Also auf jeden Fall in diesem Jahr tritt dann auch das Team aus Taiwan wieder unter dieser Bezeichnung Chinese Taipei an. Und ich konnte zum Beispiel auch schon in der Stadt Taipei einige Leute sehen, die auch ein Sporttrikot anhatten, wo dann Chinese Taipei drauf stand. Also offiziell wird dann eben auch das Team auf diese Art und Weise angefeuert. Ja, genau. Und du hast ja vorhin von zwei Frauen, zwei Athletinnen gesprochen, und zwar Guo Xingchun von dem Gewichtheben und Dai Zeying im Badminton. Aber eigentlich noch die weitere drei Frauen, die auch sehr große Medaillenchance, Medaillenhoffnung tragen, und nämlich Wen Ziyun in der Taekwondo. Und sie ist jetzt auch bei der Weltrangliste Ersten und man setzt natürlich sehr viel Hoffnung auf sie. Und Lei Qianying, sie ist bei den Bogenschießen auch ganz top, und auch Lin Yuting bei den Boxen. Und man hat eigentlich eher so den Eindruck, dass was den Sport anbelangt, haben die Frauen teilweise mehr Chance als ihre männlichen Kollegen. Und tatsächlich, diese fünf Frauen wurden als fünf stärke Frauen genannt. Und eigentlich nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, zum Beispiel der Gerätturner Li Zhikai. Als er noch ganz klein war, hatte er sich schon einen Namen gemacht, und daher man hat seine Entwicklung immer verfolgt. Und überhaupt Taiwans Team
es in diesem Bereich eigentlich nie so stark war. Man hofft natürlich, dass er bis spielen kann in diesem Jahr. Außerdem im Tischtennis hat Taiwans Team schon bei allen Spielen relativ gut abgeschnitten. Und das gemischte Doppel im Tischtennis von Zheng Yijing und Lin Yulu ist jetzt auch Weltrangliste 1. Und daher, man hofft auch, dass das Team auch eine Goldmedaille gewinnen kann. Und in diesem Zusammenhang muss ich noch an Zhuang Ziyuan erinnern. Der ist schon viermal an den Olympischen Spielen teilgenommen und dieses Mal zum fünften Mal. Und der ist eine Legende im Tischtennis in Taiwan und man hofft natürlich, dass er endlich mal so ein Gold holen kann, obwohl die Chance eher klein ist, weil er schon nicht mehr der Jüngste ist. Allerdings, er könnte vielleicht mit seinem Partner Chen Jian'an zusammen in Männendoppel vielleicht eine gute Arbeit tun kann. Ein anderen junger Mann, Yang Junhan, der läuft schnell und so, der ist schnellste in Taiwan, aber im Wertvergleich ist er vielleicht nicht so top, aber man setzt trotzdem große Hoffnung auf ihn. In anderen Bereichen, zum Beispiel Golf, Kanus, Reitsport, Taiwan hat vielleicht nicht so viele Chancen, um eine Medaille zu gewinnen, aber überhaupt man hofft, dass diese relativ jungen Sportler die Wettkämpfe gut abschneiden können. Und wie das dann immer so ist bei solchen lange geplanten und viel beachteten Großereignissen, dann schleicht sich auch noch das ein oder andere Skandälchen mit hinein offenbar. Und in diesem Falle war schon ganz am Anfang so, nämlich auch bei dem Abflug der Athleten aus Taipeh vom Songshan-Flughafen, dass die einige Athleten, wie sich dann später herausgestellt hat, nur in der Economy-Klasse gereist sind. Und man kann jetzt natürlich sagen, gut, wenn so viele Leute auf einmal mit einem Flugzeug reisen, dann gibt es wahrscheinlich auch nicht genug Plätze für alle in den besseren Klassen sozusagen. Aber der Skandal, der sich dann hier so ein bisschen abgespielt hat oder was dann für Unverständnis gesorgt hatte, das war, weil ausgerechnet auch noch die Präsidentin Tsai Ing-wen vor einiger Zeit mal versprochen hatte, dass die Athleten aus Taiwan alle unbedingt mit der Business-Klasse fliegen würden, sozusagen als auch eine Art von Ermutigung oder eine gute Sache, die man für die Athleten dann eben tun möchte als Regierung. Und dann hat aber ausgerechnet auch die, wie eben schon genannt, Weltranglisten-Erste im Badminton, diese Dai Zing, die hatte dann auf den sozialen Netzwerken ein Foto von sich gepostet und hatte dann geschrieben, ach, sie vermisst doch schon irgendwie das Fliegen mit dieser anderen Fluggesellschaft, denn da konnte man wohl noch in der Business-Klasse sitzen. Und das hat natürlich dann auch für sehr viele Reaktionen im Internet hier in Taiwan gesorgt. Und tatsächlich hatte sich dann auch die Präsidentin im Anschluss entschuldigt, zumal dann auch noch herausgekommen ist, dass dann wer wirklich in der Business-Klasse gesessen hatte, das waren dann wohl vor allem die Trainer oder auch die Offiziellen von dem Olympischen Komitee und einige Teamärzte, aber viele der Athleten dann, die saßen weiter hinten. Und das ist natürlich auch bei den Fans dieser Athleten dann nicht sehr gut angekommen, weil das sind ja die Personen in dem Flugzeug, die wirklich diesen großen Wiedererkennungswert haben und die ja auch, wie dann der Premier kurz vorher noch gesagt hatte, für Taiwan dann hoffentlich diese besten Leistungen erbringen werden. Aber auf der anderen Seite waren das eben die, wenn es dann um diese kleinen Details geht, die dann doch eher das Nachsehen hatten. Und wie gesagt, also das war natürlich dann so ein Thema, über das dann auch viel diskutiert wurde im Anschluss, was dann vielleicht auch eben so einen kleinen Schatten draufgeworfen hat für einige Fans. Und es ging dann auch noch etwas weiter, als dann die Athleten ankamen in Japan und dort dann zur Unterkunft kommen sollten. Also eben, wie gesagt, da war es schon so im Vorfeld, dass es dann in diesem Athletendorf einige Coronavirus-Fälle gegeben hatte. Und das wurde natürlich auch in Japan dann kritisiert. Aber auch die Dai Zeying hatte dann wieder von ihrer Unterkunft ein Bild gepostet. Und das sah dann schon sehr spartanisch aus. Also so ein recht kleines Zimmer mit zwei Einzelbetten. Sie meinte das aber dann eher noch positiv, dass zumindest dieses Hotel sehr nah an den Wettkampfstätten sei und sie vielleicht sogar schneller dann da sein könnte, als wenn sie tatsächlich in diesem Dorf untergekommen wäre, das ja eigentlich für diese olympischen Athleten angelegt worden ist.
Und auch aus der Vergangenheit hat man ja immer wieder gehört von vielen Beispielen von Athleten, die sich ja eigentlich auch besonders darauf gefreut hatten, bei den Olympischen Spielen gerade dann in diesem Dorf untergebracht zu werden, damit man in Kontakt kommt mit den ganzen anderen Spitzensportlern aus allen möglichen Ländern. Aber dieses Jahr und auch im letzten Jahr wäre es das Problem gewesen, dass man ja immer noch versucht, Kontakt irgendwie zu vermeiden. Und insofern ist es vielleicht dann eine ganz gute Notlösung. Aber ja, es war dann irgendwie doch wieder ein Beispiel dafür, dass diese Olympischen Spiele anders sind, als das sonst der Fall war. Und bei dem Hinflug sind die Athletinnen und Athleten in Economy-Klasse gesessen hatten. Dafür hat die Präsidentin Tsai Ing-wen und Premierminister sich dafür entschuldigt, weil die Regierung sich nicht so sehr auf die Sportler alle gekümmert hatte und so weiter. Und die Opposition hat natürlich dann die Regierung scharf kritisiert. Da in den Business-Klasse sitzen, wie du vorhin gesagt hast, Trainer, Ärzte und viele Beamten. Und man hat inzwischen herausgefunden, dass 9 Beamten da gesessen hatten und diese soll später in Taipei ihre Folge bekommen. Aber auf jeden Fall hat der Bildungsminister dann versprochen, dass alle Athletinnen und Athleten bei der Rückflug in Business Class sitzen können. Also wenn das nicht so viele Plätze gibt, dann würden sie vielleicht noch weitere Charterflüge arrangieren. Aber es gibt eigentlich noch ein ganz kleines Skandärchen, das vielleicht nicht so auffällig, aber auch ein bisschen peinlich. Taiwans Baseballteam kann dieses Mal nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ja, das ist kein Skandal, das ist eine riesengroße Tragödie natürlich. Für mich persönlich, auch für viele Baseball-Fans in Taiwan. Und Baseball ist eigentlich die Nationalsportart in Taiwan. Also viele Leute spielen ja Baseball, aber ausgerechnet in diesem Jahr kann Taiwans Team nicht daran teilnehmen. Das ist natürlich ein großer Verlust für viele Baseball-Fans. Und vor allen Dingen in diesem Jahr, Taiwan steht auf dem 2. Platz der Weltrangliste. Zum ersten Mal hat Taiwan das geschafft, auf den 2. Platz zu kommen. Aber es hat eigentlich auch seine Gründe, weil in diesem Jahr wegen der Pandemie viele, viele, viele Wettkämpfe absagt wurden und so, dass Taiwan auf dem Nummer 2 schaffen könne. Trotzdem kann Taiwan nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Das ist ein absoluter Verlust für Taiwan. Ja, und das war wirklich eine ganz knappe Geschichte eigentlich und deshalb natürlich auch besonders tragisch, weil wie gesagt, Baseball ja in Taiwan der Nationalsport schlechthin ist und eigentlich hätte ja dieses letzte Qualifikationsturnier im Mai noch in Taiwan stattfinden sollen, in Taichung, aber weil es ausgerechnet dann ja hier einige neue Coronavirus-Fälle gegeben hat und diese Bestimmungen angezogen wurden, hieß es dann für die anderen Teams aus den anderen Ländern, dass es für die nicht mehr möglich war, nach Taiwan zu kommen. Und dann wurde dieses Turnier wohl nach Mexiko verlegt. Und dort sollte dann wiederum das Team aus Taiwan nicht hinreisen, weil dort eigentlich die Situation sogar noch viel, viel gravierender war als in Taiwan. Und aus diesem Grund hatte dann also das Baseballteam aus Taiwan seine Möglichkeit, bei den Olympischen Spielen mitzumachen, verwirkt. Und wie gesagt, also ich denke, dass das wirklich wahrscheinlich mit die größte schlechte Nachricht ist für die Taiwaner, was diese Olympischen Spiele angeht, weil man freut sich natürlich immer darauf, dann Spiele von dem eigenen Baseballteam sehen zu können, bei so einem großen Anlass. Auf einer Seite bin ich ganz traurig, weil das taiwanische Baseballteam nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen kann. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, dass wir so viele Medaillenhoffnungen haben und vor allen Dingen die 5 Frauen, die wir vorhin genannt haben, die können mindestens ein paar Goldmedaillen und Silbermedaillen holen. Und das ist natürlich... Aber wie der Premierminister auch im Vorfeld sagte, sie sollen keinen Druck verspüren. Okay, auf jeden Fall, wir warten jetzt spannend auf das Ergebnis. Und vor 5 Jahren hat man eigentlich nur ein Gold, 2 Bronze gewonnen. Und dieses Mal können wir bestimmt viel, viel, viel mehr Medaillen gewinnen. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.